So, das hier ist ein kurzes Infovideo, einmal zu zwei Turnieren, die in diesem Monat stattfinden und etwas zu diesem Kanal, denn in den letzten Wochen war es hier ja ziemlich inaktiv. Das lag aber einfach daran, dass ich eine Menge andere Sachen zu tun hatte und deswegen nicht so viel Zeit für diesen Kanal aufbringen konnte. Das wird sich jetzt erstmal ein bisschen bessern. Dieses Wochenende am 7. und 8. Februar ist zum einen das Regional in Arnheim. Davon werde ich dann auf jeden Fall all meine Runden wieder hier hochladen. Vielleicht die Finalrunden aufnehmen, muss ich mal gucken, wie das da sein wird. Weitere Infos zu diesem Regional, das einzige europäische Regional, findet ihr unter dem Link, den ich in die Beschreibung gepackt habe. Die genaue Adresse, das ist ein Sportzentrum in Arnheim. Da könnt ihr dann nachgucken, wenn ihr noch teilnehmen wollt, ist direkt hinter der Grenze zu Deutschland, also auch ganz gut erreichbar für manche deutsche Städte. Also müsst ihr mal gucken, ob ihr da vielleicht kurzfristig noch teilnehmen wollt, wenn ihr bisher nichts davon wusstet. Ich bin auf jeden Fall dabei und habe mir überlegt, dass ich vielleicht auch so eine Art Follow Me Around zu diesem ganzen Wochenende machen könnte. Vielleicht werde ich das machen. Könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool finden würdet. Ich habe ja in vergangener Zeit bei vergangenen Turnieren schon häufiger gemeint, dass es ja eigentlich cool wäre, mal mehr Eindrücke eben von diesen Turnieren zu zeigen. Habe das dann aber nie wirklich gemacht. Bis auf die Finalrunden war kaum was zu sehen. Und mit so einem Follow Me Around wäre das doch dann ganz gut, was vom Event zu zeigen und das Ganze dann noch etwas lustiger rüberzubringen mit anderen Szenen. Also lasst mir am besten in den Kommentaren mal da, wie ihr das finden würdet und dann kann ich daraufhin entscheiden, wie ich dann am Wochenende filmen werde. Das wäre ganz cool. Ein weiteres Turnier im Februar ist dann der Arena Cup in Salzburg am 28. Februar. Also vor allem für unsere österreichischen Spieler interessant. Und in Salzburg müsst ihr nur einen Tag hin. Also Arnheim ist ja 7. und 8. Februar. Da werden die Finalrunden erst am 8. gespielt. Aber Salzburg ist ein Arena Cup und das geht an einem einzigen Tag. Und für österreichische Spieler ist das ja auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich werde zum Beispiel auch da sein. Bestimmt auch noch ein paar andere Deutsche. Ist eine weite Fahrt für mich, aber ich bin auf jeden Fall auch dabei und davon werde ich dann wieder meine Runden bringen, die Finalrunden von da bestimmt auch wieder. Weitere Infos zu diesem Arena Cup in Salzburg findet ihr auch unter einem Link, den ich auch in die Beschreibung mit reingepackt habe. Also wenn ihr mehr Infos wollt, auf jeden Fall mal da in die Beschreibung gucken. Da sind gute Links, wo ihr mehr Infos bekommt. Und das soll es dann erstmal gewesen sein für dieses Infovideo. Wie gesagt, zwei größere Turniere diesen Monat, wo dann einiges von auf diesem Kanal kommen wird. Es wird wieder ein bisschen aktiver, nicht so wie in den letzten Wochen. Ich habe zwar immer noch ziemlich viel zu tun und kann nicht so viel hochladen, wie ich eigentlich gerne hochladen möchte. Das New 3DS Review, was ich machen werde, kommt dann hoffentlich auch schon in den nächsten Tagen. Bei meinem Unboxing wollten ja viele ein Review haben, deswegen werde ich da noch eins machen, habe schon einiges dazu aufgenommen und hoffentlich kommt das in den nächsten Tagen. Wie das mit anderen Spielen hier auf dem Kanal weitergehen soll, außer Pokémon, muss ich mal gucken. Erstmal wird es weiterhin hauptsächlich Pokémon-Sachen geben. Aber die meisten interessiert das ja auch. Hauptsächlich zu anderen Spielen muss ich eben mal gucken, ob ich je nachdem dann irgendwann nochmal was mache und wie viel und ja, mal sehen. So, also das hier waren dann erstmal ein paar Infos. Ich hoffe, dass dieses Video ein bisschen was bringt, vor allem um den Status vom Kanal auch mal wieder zu euch zu bringen und eben Infos zu den beiden Turnieren, falls ihr teilnehmen wollt. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.